Ja, damit hallo zur nächsten Aufnahme. Ach ja, ich kann hier den Püvenhammer als Waffe nehmen. Ich brauche ja nicht das doofe Dingenskirchen nehmen. Das doofe Schwert, was ja mittlerweile total schlecht ist im Vergleich zum Püvenhammer. Ja, wir hatten in der letzten Folge die Orch-Halkos-Spitzhacke gemacht. Das heißt, jetzt brauchen wir als nächstes die Adamantium-Spitzhacke. Ich öffne gerade mal das Terraria-Wiki. Warte, Terraria-Wiki. Ach, warum mache ich das am Handy? Ich kann das hier auch gerade eigentlich im Browser öffnen. Terraria Wiki Adamant. Da brauchte man nämlich, glaube ich, so eine Schmiede für erst. Hui. Ja. Jetzt lädt das. Ich weiß nicht, wie sehr die Aufnahme gerade hängt. Ernsthaft. Ein Schleim. Wir müssen das hier dringend absichern. Also das geht so gar nicht. Wie dieser Tunnel da gesichert ist, der ist ja gar nicht gesichert. So. Das hier ist echt ein Zustand, in dem kann man nicht leben. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Genau, man braucht einen Adamantium-Ofen dafür. Und den machte man sich. Übrigens, es gibt ja theoretisch auch noch den Titanofen, weil Adamantium, da kann ja alternativ in der Welt auch Titan spawnen. Das ist aber hier in der Welt nicht der Fall. Stirb! Ah! Du was? Kiste? Oder wie hieß der jetzt? Habe ich das richtig gelesen? Heißt der echt Kiste? Dieser Wurm, also diese verdorbene Pflanze. Hier weg. Was haben wir hier? Ach, noch mehr Orichalkus. Naja, können wir auch gerade mitnehmen. Einfach nur, weil es schadet ja niemandem, wenn wir das mitnehmen. Glaube ich. Also, ich wüsste nicht, wem es schaden soll und wenn, dann wahrscheinlich nur den Monstern. Und den will ich schaden. Also, das beruht auf Gegenseitigkeit. Nur damit ihr da jetzt nicht denkt, ich wäre hier irgendwie fies. Nein, ich mache das nur, weil die mir ja auch schaden wollen. Deswegen will ich sie umbringen. Und bin dabei. Mit der Waffe sind wir irgendwie nicht so effektiv hier. So. Sterbt alle! Alter, zwei! Sterbt! Du auch, du Verderber und die Medusa! Haha, wir haben sie gekillt. Gerade so. Weg. Ja. Ich weiß nicht, ist das da drüben jetzt Adamantium oder ist das? Ha. Das ist Adamantium. Aber da komme ich nicht dran und ich habe kaum noch Leben. Also deswegen komme ich ja nicht dran, weil ich kaum noch Leben habe. Ich gehe am besten mal hoch und bereite mich und hole mir ein paar Sachen, damit ich hier mal
ordentlich kämpfen kann. Was brauche ich denn hier? So ein Dreizack, wer braucht den Scheiß? Johnny, brauchst du eigentlich gerade was? Nur mal so als Info, ein Einhornfisch, gefangen im Heiligen, ja. Da bin ich ja total richtig ausgestattet für. Ich brauche vor allem mal Heiltränke. Ich habe nur noch schwache Heiltränke, ist das Problem. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir so einen Scheiß. Hier das Ohrreich Heilkost packe ich ja auch mal rein. So und so. Und jetzt hier Items sortieren. Ach, da sind ja gleich noch viel mehr Plätze. Ja. So. Da haben wir hier irgendwas drin, was wir benutzen können? Wahrscheinlich eher nicht. Eine uralte Schattenmaschen haben wir hier. Ja, das war richtig deutsch. Ja, was haben wir hier noch drin? Hier haben wir nicht was irgendwie drin. Wir haben nur das Vorratskissen. Kann Ärger erregen. Ach, wieso denn? Ich bräuchte eigentlich eine bessere Rüstung, ist halt das Problem. Eine, mit der ich auch überleben kann. Nur dafür brauche ich irgendwie mal ein Material, mit dem ich auch überleben kann. Deswegen hole ich mir jetzt ganz viel Adamantium und dann mache ich mir eine Adamantium-Rüstung, weil das ist ja zum Glück nicht größenwahnsinnig. Ja, dann mal hier hinunter in den Untergrund. Ich hätte Fackeln mitnehmen sollen, fällt mir gerade ein. Verdammt. So, wann kommen wir dann zum verdorbenen Biom? Hier kommen wir zum verdorbenen Biom, glaube ich. Ja, hier ist das verdorbene Biom. Ich will da nicht reinspringen in die Lava. Ach du Kacke, hier haben wir so ein Biom. Ich brauche wirklich ein besseres Schwert. So ein Knight's Edge wäre schon cool. So ein wahres Knight's Edge natürlich. Mit was Geringerem gebe ich mich doch nicht ab. Och nö. Geht doch. Die Waffe hat es halt immer noch drauf. Im Gegensatz zu allem anderen, was ich hier habe. So Wurfspeer habe ich hier jetzt gekriegt. Der Zauberer! Nein, nicht schon wieder ein Zauberer! Nein! Mann, bei mir sterben die Zauberer immer. Warum? Stirb! Ihr habt den Zauberer gekillt! Naja, eigentlich ja nicht, aber irgendwie Monster haben den Zauberer in die Lava geschubst. Ah ja gut, da ist wenigstens einer von denen auch verbrannt. Stirb! Du Verderber! Ich hasse dich und deinesgleichen! So, raus hier. Och nö, nicht schon wieder der Hammer. Stirb, Hammer. Geht doch. Jetzt stirbt Verderber. Ihr beide. Nein, Mann, ich komme hier nirgendwo hin ohne Rüstung. Wie soll man das denn alleine hier noch schaffen im Hard Mode, wenn man keine gescheite Rüstung hat? Dabei habe ich schon die stärkste Nicht-Hard Mode-Rüstung, die es gibt, aber ich habe halt keine guten Waffen. So,
ich mach das mal auf die vorsichtige Art. Nicht, dass hier, dass ich irgendwas übersehe auch. Das wäre ganz tragisch. Ich darf kein Adamantium, obwohl so hoch wird es kein Adamantium geben. Hoffe ich jetzt mal. Also eigentlich ja nicht, aber ich gehe mal leichtsinnig davon aus. Wir müssen diesen Elevator wirklich mal sicher bauen. So, da die Wände zumachen von, dass hier nichts mehr spawnt. Weil dann sollten wir hoffentlich sicher sein, wenn wir das gemacht haben. Wenn wir eine Wand reingezimmert haben. Halt! Ich hab da was gesehen. Aha! Ist wahrscheinlich eh nur Orichalkos, aber... Hier. Der Hammer schon wieder, das gibt's doch nicht. Überall ist der. Och nö, was kommt denn da jetzt schon wieder? Alter, hier ist man ja nicht mehr sicher vor irgendwas. Da unten ist schon wieder so ein Vieh. So eine Klette. Also doch kein... Wie hatte ich's erst gelesen? Alter, wie viele Würmer... Mann! Ich komme nicht an diese eine... An diese eine Adamantium-Ader, weil hier ständig irgendwas mich umbringen will. Kann doch nicht sein. Es ist alleine praktisch unmöglich, hier zu spielen. Jedenfalls mit dieser Rüstung. Und dieser Waffe. Mal hier gucken, wie man denn irgendwas macht. Einfach nur frustrierend. Da will man doch nur mal eine Adamantium-Rüstung machen und alles. Da höre ich schon wieder so einen Wurm. Der verfolgt einen aber auch. Mann, den muss er noch irgendwie töten können, ohne dass er einen halb umbringt. Alter, schon wieder! Das kann doch nicht normal sein! Jetzt auch noch 10.000 Anglerfische und Fledermäuse. Ja, und das liegt natürlich genau in der Lava. Da komme ich nicht dran. Weil wenn ich da grabe, dann sterbe ich. Och, das gibt's doch echt nicht. Mann! Das ist doch nicht normal hier. Wie soll man denn da überleben, ohne dass man halb umgebracht wird von allem? Ich glaube, ich muss mir hier wirklich irgendwie mal irgendeine Rüstung machen, erst bevor ich überhaupt da runter kann. Es geht irgendwie nicht, dass man da überlebt, wenn man irgendwas abbauen will. Nein.
Na, wann bin ich denn endlich mal irgendwo unten, wo man... So, hier müsste doch hoffentlich irgendwas vorhanden sein.